Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Guten Tag, ich bin Jutta Lindemann aus der Kirchengemeinde Grünstadt. Jesus spricht diese Worte im Rahmen der Bergpredigt. Wenn die Sonne scheint, dann scheint sie für alle Menschen einer Region. Wenn es regnet, dann fällt der Regen auf das Land für alle Menschen, ohne Unterschiede. Der Regen feuchtet die Erde an, damit für Mensch und Tier Nahrung wachsen kann. Gott ist es, der dafür sorgt, dass wir alle leben können. All seinen Geschöpfen spendet er die gleiche Güte. Denn wir alle leben davon, dass die Sonne uns ihre Lebenskraft spendet und der Regen die Erde fruchtbar macht. Das Wasser und das Licht erhält unser Leben. Ohne können wir nicht leben. Ohne Wasser und Licht kann nichts wachsen und gedeihen. Jesus stellt mit dieser Aussage einen Zusammenhang unseres Lebens mit Gott, unserem Vater, her. Er macht uns klar, alle sollen Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit erfahren. Aus ihr leben wir. Doch er will uns noch mehr sagen. Er will uns lehren, dass, so wie Gott seine Güte und Liebe allen Menschen gleich schenkt, so sollen wir als seine Kinder die Güte und Liebe ebenfalls allen Menschen weitergeben. Daran sollen wir als Christen erkannt werden. Wir sollen nicht nur die Menschen lieben, die uns lieben, sondern all unsere Mitmenschen, einschließlich unserer Feinde. Ihr wisst, dass gesagt wurde, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Freund. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, die euch missachten oder gar Böses tun. So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über böse und gute Menschen und er lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Wenn wir hören und tun, was der Vater sagt, wenn wir seine Liebe und Güte weitergeben, so tragen wir dazu bei, dass Hass und Feindschaft überwunden werden, dass Frieden und Gerechtigkeit auf Erden zwischen Menschen und Völkern durch unser Leben wachsen kann. Und ich denke, die Welt hat dies bitter notwendig. Wir beten. Barmherziger, gütiger Gott, danke, dass du uns immer wieder mit deinen Worten auf unseren richtigen Weg lenkst, deinen Weg des ewigen Lebens. Du kennst uns und weißt genau, wie wir immer wieder abschweifen, achtlos und nachlässig sind. Wir vergessen dich und dein Wort in unserem Alltag. Dabei bist du doch so nahe und greifbar. Du hast das Licht geschaffen, damit es in der Welt leuchtet. Erhelle heute bitte auch unsere Herzen, unseren Verstand, damit wir so leben, wie es dir gefällt. Amen. Nun bleib behütet mit dem Segen des Herrn. Gottes Heiliger Geist durchströme dich wie frisches Wasser die Wurzeln einer Rebe. Er erwecke deine Lebenskraft und Aufmerksamkeit und segne dich. Der dreieinige Gott halte dich in seiner Gemeinschaft und schenke deinem Herzen seinen Frieden. Amen.